Hallo, herzlich willkommen hier wieder in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat nur den Lauda. Ich habe heute ein wunderschönes Projekt vorzustellen. Und zwar hier, der Kunde ist, stell dich selber vor. Mein Name ist Johannes Benz. Ich habe in Tauberbischofsheim eine Buchhandlung. Ja. Und ich brauche... Wie heißt sie? Schwarz auf Weiß. Super Name, ja. Und ich brauche dieses Fahrrad, um Bücher auszuliefern. So, also das ist jetzt allerdings nicht nur eine spinnende Idee von ihm, wo er das mal ausprobiert, ob er es eventuell macht, sondern... Nee, ich mache das schon seit 3 Jahren. Das ist schon mein zweites Fahrrad. Und ich habe es sehr vermisst, weil es leider abhanden gekommen ist, mein erstes. Und ja. Deshalb habe ich jetzt ein neues bestellt. Also abhanden könnte sein, es war Hochwasser mal wieder in Büschem oder... Nee, es ist geklaut worden. Es ist aus dem Garten verschwunden. So, es ist, hat sich aufgelöst in Luft. Also, so, also man sieht, wie begehrt solche Lastenräder sind. Das kann man sagen, ja. Ja, und also jetzt, was interessant ist an der Sache, du hast mir vorhin gesagt, du hast schon in den letzten 3 Jahren nur durch Ausliefern in dem kleinen Büschum, ne, in dem Tauberbischofsheim mit wie viel 1000 Einwohnern? 12.000. 12 immerhin. Wie viele Kilometer hast du da zusammengebracht? Was mich sehr erstaunt hat, in 3 Jahren 12.000 Kilometer gefahren. Nur ausliefern im Stadtgebiet. Und das war für mich wirklich eine totale Überraschung. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich hätte das Ganze mit dem Auto fahren müssen. Und das CO2, das ich da emittiert hätte, da habe ich mal ausgerechnet. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber es ist schon eine riesige Summe. Also gut, wir haben ja vorhin von Weltrettung gesprochen. Ne? Mit dem Fahrrad bin ich dabei. Ja, du bist dabei. Du wirst nicht reisen, aber du bist dabei. Du kannst sagen, an mir hat es nicht gescheitert. Ich bin nicht schuld. Ich habe mich bemüht. Ja. So. Gibt es noch einen anderen Vorteil, außer die Ideale, dass die jetzt da... Ich habe das Fahrrad vermisst die ganze Zeit. Das ist ja schon jetzt ein halbes Jahr her, dass mein altes abhanden gekommen ist. Und ich muss wegen jedem größeren Paket 15, 20 Kilo mit dem Auto fahren. Und das hat mich dann schon genervt, weil ich immer nach Hause fahren musste, Auto holen, durch die Fußgängerzone fahren und ausliefern. Und das Fahrrad hat auch den Vorteil, ich schmeiß meine Pakete einfach vorne rein und fahre los. Ich habe ein anderes mittlerweile benutzt mit 2 Fahrradtaschen. Das ist eine umständliche Glauberei. Da habe ich eine große Ladefläche. Da passen auch die... Collies mit, die unser Großhändler liefert, schmeiße ich alles rein, fahre eine Tour, 1 Stunde, habe gleichzeitig ein bisschen Sport dabei. Da haben wir es wieder, also Bewegung an der frischen Luft. Ich bin schnell, ich fahre bis vors Loch, ich habe eine Schule, da fahre ich sogar durch die Pausenhalle durch und liefere die Bücher, und liefer die Bücher dort hinten ab. Ich brauche keinen Wagen, den ich mitfahren muss, das Fahrrad ist einfach praktisch. So, also da kommen natürlich noch Werbeschilder drauf und so, damit man weiß, die lasse ich machen, ja, genau. Unterwegs ist. Genau. Der Vorteil von den Lastenrädern und vor allen Dingen von dem Load ist, es hat ziemlich schmale Silhouette. Also man kann dann hier durch diese Korridore dann durchzischen in die Schule. Ja, ne? Kann man. An der Autoschlange vorbeifahren traue ich mich allerdings nicht. Ich reihe mich dann hinten ein. Ist ein bisschen Nachteil. Ja, sonst bin ich immer ganz gern bis nach vorne gefahren an die Ampel. Ja, aber um das Vorteil von so einem Fahrrad auszunutzen, aber das traue ich mich dann mit dem nicht. Vielleicht bräuchte ich noch eine Signalanlage, irgendwie so eine akustische Signalanlage. Ja. Was haben wir noch groß zu sagen? Eins ist noch erwähnenswert, mir bevor ich noch etwas gefachsimpelt. Das ist jetzt eins mit Dualbatterie, ein Load. Und zwar einfach welche der Entfernung. Du fährst manchmal auch von Tauberbischofsheim nach Boxberg. Ich fahre manchmal Touren so 20, 30 Kilometer und da reicht ein Akku nicht, wenn das Rad beladen ist. Deshalb habe ich diesmal eins ausgesucht mit 2 Akkus. Und er hat mir auch gesagt, nach 3 Jahren hat er die Leistung vom ersten Akku nachgelassen. Wir haben darüber nachgedacht, dann muss es liegen können. Meine Erklärung ist, weil ja so ein schweres Rad, wenn es beschleunigt wird, muss ja immer voller Strom abgeben, der Akku. Ne? Und da ist er begrenzt, also so auf etwa 15, 16 Ampere rum, er lässt der Bursch nicht zu, weil sonst die Akkus beschädigt werden. Bei einer Dualbatterie ist es so, wenn dann die Differenz von den Akkus mehr als 10% beträgt, dann schaltet immer
der Motor auf den volleren Akku. Und dadurch werden die Akkus geschont. So, jetzt wollen wir das mal beobachten, ob das stimmt in der Praxis. Ne? Ich werde das beobachten, weil ich fahre als Pakete, die wiegen 100, 120 Kilo. Aha. Und dann brauche ich schon ein bisschen Power. Ja. Also Johannes, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Dankeschön, dass du es bei mir gekauft hast, bei uns. Ne? Dort überleben wir dann und du von deinen Kunden. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Fahrrad gemacht, deshalb habe ich das Gleiche wiedergewählt. Jo, ja, und ich hoffe auch mit uns. Ja. Also dann, falls Sie auch mal Interesse haben, wir haben immer Testräder da stehen, kommen Sie einfach vorbei, probieren es aus und dann sehen wir weiter. Tschüss. Tschüss.